So, heute ist der 16. Heute startet das Winter-Event in Pokémon Go. Das heißt, heute machen wir das 17. Türchen auf. Das ist total verwirrend, oder? Au, beißt er mir jetzt in die Hand? Mein Finger? Da, die isst mein Daumen auf. Mann, jetzt wollte ich so noch mehr auf retarded machen wie sonst, aber egal. Wir haben wieder den Bier-Benz-Kalender für euch vorbereitet und natürlich auch Adi-Sein-Kalender. Guckt euch das an. Wir haben heute die Tür Nummer 17. Adi, 17. Wie soll ich das aufmachen, wenn du da unten bist? Hä? Ja, wie kommst du jetzt hoch? Adi, Schatz. Wie riecht's nach deinem Streu? Adi, Schatz. Na los, na hopp. Jo. Hier, Nummer 17. Tür ist auf. Tüte ist raus. Der Geruchstest. Geruch, 3 Sterne, okay. Farbe, hier wird auch bewertet. Wieso bewertest du nicht eigentlich dein Essen? Sag mal, es ist eigentlich wie gestern, Adi. Ich hab dir gestern das Ding da rein und du hast irgendwie das nicht gegessen, ja? Und heute? Heute ist wieder alles beim Alten. Also so war das jetzt aber sonst auch nicht. Ich tue es mal hier rein und locke den Frosch zurück in den Brunnen. Sonst isst er das immer aus der Hand und ich tue es, gestern hat es gar nicht gegessen und das ist heute, nimmt er sich eins und haut ab. Egal, wir kommen zum Bier-Adventskalender hier. So, Adi, wenn du nicht willst, ich will auch nicht. Sag mal so. Stellen wir mal hier hin. Ich muss nämlich gleich noch drauf achten, wenn der erste Kyurem-Raid aufgeht, dass ich den poste und dann vor Ort gehe. Und deswegen muss ich jetzt schnell ein Bier saufen. Und das ist ein... Huiuiui. Ach du Scheiße. Da steht irgendwas drauf, was ich nicht lesen kann. Da steht ein... SS. Nein, da ist was, was steht denn da drauf? Ich habe keine Ahnung. Wieniger Bier? Das ist doch aber kein W und B, das ist ein... Die Kamera ist halt unscharf, ne? Merkt euch das. Jetzt guckt mal hinten das an, das sieht schon wieder richtig böse aus. Wuidera Merzenbock, kalt gehopft. Ein Wuidera braucht Geschicklichkeit, Ortskenntnis und Mut. Unter der Brille der Wildschütz-Romantik sucht er nach Gerechtigkeit und hält sich nicht an Konventionen wie dieses Bier. Es folgt keinen Regeln und kombiniert wilde Malzaromen mit natürlichem Hopfenduft. Es hat eine dunkle Farbe, hinter der auch der Wilderer sein Gesicht versteckt und natürlich hat es ordentlich Schmeuz. Das sieht auf jeden Fall so aus. Das hat hier oben so ein Etikett. Dann hat es hier unten so ein Etikett. Da steht Wieninger Bier. Hier steht Wuidera, Wieninger Bier. Merzenbock, kalt gehopft. 7,2%. Dann habt ihr hier also so einen Bock. Und hier habt ihr so Tannenzapfen. Also so müsste das Hopfen sein, irgendwas. Ja, sieht jetzt an sich ganz vernünftig aus, oder? Sieht dunkel aus, sieht böse aus, sieht brutal aus. Ist mir vielleicht aber zu dunkel, obwohl es natürlich sehr stylisch aussieht. Insgesamt ist es schön angerichtet. Da könnte man jetzt eigentlich sogar eine 4 geben und sagen, richtig stark, wie das aussieht, wie das aufgeteilt ist, diese Details, aber ich glaube, ich bleibe bei einer 3. Das ist was richtig Feines, aber es ist jetzt nicht mein Geschmack. So ist es irgendwie immer. Ach, egal. Heute ist ein guter Tag. Warum rieche ich da eigentlich dran? Ich muss es erstmal einschenken. So, wir schenken es erstmal ein. Der Bock kommt in die Flasche.
man hätte locker eigentlich eine 4 geben können. Man hätte sogar eine 5 geben können. Ja, es gibt Leute so, die sagen, oh mein Gott, noch nie so ein cooles Etikett gesehen, das spricht mich total an. Ich kann auch nachvollziehen, dass es viele Leute anspricht. Mir ist halt doch ein bisschen zu dunkel, ja. Ich brauche Farbe in meinem Leben, Farbe. Lang genug war es dunkel, jetzt müssen wir mal ein bisschen Farbe rein. Jetzt hat das Bier, das ist selber natürlich auch dunkel, ja. Das haben sie ja draufgeschrieben, also die haben da nicht gelogen. Es ist so, wie es ist. Und also gegen was Dunkles, Klares habe ich ja nichts, da würde ich noch gut mitgehen. Aber das ist ja so dunkel, du kannst gar nicht durchgucken. Du siehst nichts, das ist einfach nur, aha, irgendwo ist dahinter mal was versteckt. Ich würde, glaube ich, eine 3 geben. Wir haben es sonst, glaube ich, auch schon so gemacht, wenn das Bier eine richtig krasse Farbe hat. Aber irgendwie, ihr habt die anderen Bewertungen schon gesehen. Ich kann irgendwie gerade nicht klar denken. Deswegen werde ich hier wohl auch eine 3 geben, einfach als ein gutes Mittelmaß. Wenn das jetzt hell wäre und so trüb, dann wäre es weniger, dann wäre es eine 2. Wenn das jetzt klarer wäre, aber so dunkel, dann wäre das mehr, dann wäre es eine 4 oder eine 5, weil die Farbe dann echt stark wäre. So ist es halt, weiß ich nicht. Kannst du damit nicht wirklich was anfangen. Ist halt ein besonderes Bier. 3 fürs Etikett, 3 für die Farbe, Geruch. Der Geruch ist auf jeden Fall sehr intensiv. Ein sehr starker, intensiver Geruch, der auch eine sehr lieblich-süßliche Note aufweist. Je länger ich dran rieche, desto weniger rieche ich. Ich glaube, ich habe die Süße schon weggerochen. Für den Geruch würde ich sogar 4 Punkte geben. Das riecht ganz lecker, aber auf Dauer wäre das vielleicht zu süß, weil irgendwo ein bisschen die Biernote fehlt im Geruch, aber es hat auf jeden Fall, es hat einen Geruch. Der Geruch ist an sich erstmal okay, also 4 für Geruch. Kommen wir noch zum Geschmack. Oh, da freue ich mich jetzt so, ich bin überhaupt nicht in Stimmung. Okay. Was macht man jetzt damit? Ich glaube, am besten einfach komplett wegschütten und danach erst was sagen. Das wird einfach Augen zu und durch. Moment. Du kannst nicht rülpsen, nur gar nichts. Das zieht sich gerade alles mega zusammen. Wenn ich jetzt irgendwie rülpsen möchte, wirklich, da kommt so eine Schaumfontäne raus und alles fliegt wieder raus. Es hat irgendwie wieder so einen. Es brennt irgendwie schon wieder auf der Zunge. Es brennt auf der Zunge, es reizt sehr, es ist irgendwie säuerlich. Gleichzeitig ist es sehr herb, gerade dann, wenn man nachlässt und absetzt, kommt so eine herbe, bittere Note durch, die ich wieder als sehr unangenehm empfinde. Und schon schäumt es wieder da. Also beim Trinken nicht so toll. Würde ich wahrscheinlich fürs reine Trinken an sich eine 2 geben. Und mit dieser Note im Abgang danach. Vielleicht stumpft das, dieses Bittere am Ende sogar das nochmal von einer 2 auf eine 1 runde. Aber also wenn mir das jetzt jemand hinstellt, würde ich sagen, na, willst du gleich noch eins? Ich würde zwar sagen, ja klar, immer rein damit, ne? Aber ist jetzt leider nicht mein Geschmack. 7,2 merke ich jetzt nicht ganz, ne? Muss nämlich nichts mit der Bittere zu tun haben. Das ist immer das, je mehr Alk das hat, desto bitterer ist. Nee, das kann auch eins, was viel weniger hat, viel bitterer sein. Ich würde also 2, nee, 1, 1, 2.
Ich gebe 1 bei Geschmack, denn die letzten 2, die waren richtig toll, die haben richtig guten Geschmack gehabt. Das hingegen ist jetzt schon wieder so richtig, also 1 bei Geschmack und im Endeffekt war es dann von meiner Seite aus. Das hätte so viel gekonnt. Das wird sicherlich bei vielen von euch beliebter sein, die nicht so eine Mimose sind wie ich und den Geschmack besser abkönnen, die mehr übrig haben für diesen dunklen Look, der ja trotzdem gut aussieht. Die sagen mir, egal ob man da durchgucken kann oder nicht, das hat eine coole Farbe. Ein Geruch war ja auf jeden Fall da. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.